Hallo, liebe Freunde des gepflegten Taktik- und Strategiespielspaßes und willkommen zurück zu Steel Division 2. Burning Baltics DLC haben wir von den Divisionen durchgearbeitet. Ich hatte mir letztens, als es mal wieder stark rabattiert war, eines der fehlenden DLCs in meine Bibliothek geholt, und zwar Death on the Vistula. Ich weiß nicht, wie es richtig ausgesprochen wird. Auf jeden Fall werde ich da jetzt mal anfangen, dort die Division durchzuarbeiten. Und wir starten heute mit der 5. SS Panzerdivision Viking oder Viking. Je nachdem, wie man es ausspricht. Die 5. SS-Panzerdivision Viking, die erst kürzlich in den Status einer Panzerdivision erhoben wurde, war eine der ersten großen Verstärkungen, die nach Osten verlegt wurden. Die kampferfahrenen ausländischen Freiwilligen dieser Formation, die der Roten Armee in der Nähe von Kowel einen schweren Rückschlag verpasste, wurde damit beauftragt, den Einmarsch der Roten Armee in Warschau zu verhindern. Die Viking wurde in Eile wieder aufgestellt. Eine gesamte Panzerkompanie wurde mit Stuck 4 anstatt Panzer 4 ausgerüstet. Ungewöhnlicherweise kann ein Bergepanther als schwere Zugmaschine im Kampf eingesetzt werden. Darüber hinaus werden die erbeuteten Kriegsmaterialien sowjetischer Bauart ebenfalls eingesetzt, einschließlich der Beute T-34-85 und SU-76. Die Luftwaffe kann sich auf den brandneuen langnasigen Fokker Wulf 190D9 Jagdflugzeug verlassen, um die Luftüberlegenheit zu erreichen. Die 5. SS Panzerdivision Viking setzt auf ihre zahlreiche Infanterie, die das Fehlen schwerer Panzer ausgleicht, sodass immer noch eine sehr schlagfertige und mächtige Kampfgruppe gebildet werden kann. Hier sehen wir das Deck dieser Division. Wir haben gar nicht so schlechte Panzer. Also wir haben einerseits Aufklärungspanzer auch als Scouts, aber auch schon Panther D in Phase A 2 Stück. Wobei ich hier tatsächlich überlege, ob ich die in Phase B verschiebe, weil die kosten so viel, dass man sie in Phase A höchstwahrscheinlich eh nicht einsetzen kann, beziehungsweise sich das gut überlegen kann. Deswegen packen wir die mal in Phase B, da bekommen wir ein paar mehr dafür. Zack. So, ansonsten Unterstützungseinheiten, ein bisschen Grille, ein Befehls-KFZ mit einem Artilleristenoffizier. Hier die angesprochenen T-34-85er. Bei der Infanterie haben wir hier Pioniere, die haben ein leichtes MG34 dabei und haben HE-Splittergranaten. Die Sturmpioniere, naja gut, die sind eher was für einen Wald. Hier haben wir dann Panzergrenadiere noch, die haben zwei MG42 dabei, das ist natürlich ziemlich nett. Dann die Offiziere und später dann auch in Phase C noch Panzergrenadiere mit Bazookas. Ihr seht aber schon, in Phase B haben wir maximal hier noch diese Offizierstrupps mit Bazookas. Da müssen wir also aufpassen, denn da sind wir infanterietechnisch wirklich eher mäßig aufgestellt. Wir kommen also doch eher über die Panzer und über die Unterstützungseinheiten. Also hier vor allen Dingen auch, was ich immer sehr, sehr nett finde, sind die mechanisierten Mörser, die auf den Halbkettenfahrzeugen sind, weil die sind einfach extrem mobil und können wunderbar eingesetzt werden. Auch flaktechnisch sind wir hier relativ gut aufgestellt. So, los geht's. Gegen zwei mittlere KIs mit einer mittleren KI. Er will rechts angreifen. Wir werden wohl links angreifen. Und ach, die Map haben wir doch letztens erst gespielt. Oder? In ähnlicher Form? Doch, die haben wir letztens erst gespielt. Mit einer... Na egal, wir haben sie letztens erst gespielt. Ich glaube, mit Mr. Simpson zusammen. So, unsere Aufklärer, das sind leider keine Sniper, das sind wirklich ganz normale Scouts. Ihr seht auch schon, die haben nur Maschinenpistolen dabei, 9mm. Das heißt, die, ja. Da wird nicht viel passieren. Verstanden. Ende. Schon unterwegs. So, wir schicken hier rüben noch eine Pioniers-Einheit mit. Müssen wir ganz kurz gucken. Die Mitte ist auf jeden Fall extrem wichtig. Also hier diese Hochfläche. Und hier die Punkte wären auch cool. Dann können wir hier in den Wald rein pushen. Es wäre auch interessant, das direkt zu schaffen, da in den Wald reinzukommen. Wir versuchen das mal hier hin. Und dann dahin. Dass wir hier diese Straße abfahren können. Mal gucken, vielleicht auch noch ein paar Flammenkollegen. So.
Unterstützungseinheiten haben wir jetzt nicht so interessante Sachen dabei. Dann die Sturmtruppen, Pioniere. Die gehen mal. Es ist mit der Straße schwierig. Hier die Auffahrt ist extrem gefährlich. Ich würde sie tatsächlich von der anderen Seite ranschicken. Die Scouts erstmal bitte hier ran. Und die beiden verschieben wir mal hier rüber. So. Und führen sie mal von hier aus hier ran. Das ist, finde ich, ein bisschen sicherer. Okay. Und die Freifläche müssen wir natürlich trotzdem ein bisschen bespielen. Panzerabwehr, haben wir hier eine 50 mm Anklopfgerät oder eine SU-76 als gleichzeitig Artilleriebeobachter. Wir führen die 50 mm da oben mal hin. Wir haben jetzt noch Panzer, zack, zack, zwei Stück. Die gehen mal dorthin und jetzt haben wir noch 55 Punkte. Ah, Mist, das reicht nicht für die Mörser. Die haben zwei MG42 dabei. Das wäre also ganz geil, wenn die irgendwo hier reingehen. So, okay. Schauen wir mal, was passiert. 25 Punkte haben wir jetzt noch offen. Scout Plane ist natürlich nervig. Wir haben auch nur 20 mm in Phase A. Was macht denn er hier mit seinen Legionären? Okay. Ah, er holt hier auch schon Flugzeuge dazu. So, die laden wir aus, setzen sie auf effektiven Schuss und machen erstmal dicht. Was kann sie alles? Sie kann gar nichts bewirken. Sie muss ein Stück vor. So, hier die Kollegen gehen mal dorthin. Die Panzer gehen mal bitte dahin. Der lädt sich aus. Das Fahrzeug geht mal dorthin. Der Scout geht mal bitte hier vorne hin. So, er lädt sich aus. Holen Sie das Fernglas raus, ruft's. Zu Ihren Diensten, Herr Kommandant. So, Artillerie. So, wir holen noch eine Artillerie dazu. Was sind Ihre Befehle? Jetzt aber schnell. Wir sind bereit, Herr Kommandant. Dass die Packs nicht rückwärts gehen können. Das ist in der Tat ein bisschen nervig. So, die Mörser wären Team 0. Wir mit den Mörsern da was machen können. So, ich würde ganz gerne hier noch mehr Flammenleute reinschicken. Feind direkt vor eigener Stellung. Da kommt das nächste Scout-Plane von ihm. Hier steht auch nichts von ihm. Okay, dann bewegen wir die mal nach vorne. So, der Mörser schießt. Klar und deutlich.
Oh, nice. Schöner Hit von dem Mörser. Einsatzbereit. Nutzt die Straßen. Wir brauchen mehr Geschwindigkeit. Das hier gefällt mir nicht. Das oh, jetzt haben wir den Punkt hier auch noch eben weggenommen. Geil, dann geht mal bitte dahin. Stehen bereit. Hier hat er irgendwas. Jawohl. Stellungswechsel. Den Punkt hat er uns wieder weggenommen. Ob es stürmt oder schneit. Die können wir nicht bewirken. Überprüft Waffen und Munition. Zweiter Zug, vorwärts, Marsch. Zweiter Zug, einsatzbereit. So, 13 zu 11. Der Punkt hier ist gerade noch ein bisschen nervig. Dafür haben wir aber den Punkt. So, er pusht jetzt hier sogar links. Die KI ist relativ aktiv. Feindkontakt. Lanzer zur Stelle. Zum Schützenrudel aufgehen. Mir nach. Ah ja, guck mal, jetzt können die Panzer da schießen auf die Infanterie. Zu Ihren Diensten, Herr Kommandant. Abmarsch, Männer. Hat jemand ein Taxi bestellt? Die sind in Schockstarre, sehr gut. Jawohl, Herr Kommandant. Verstanden. Aufspüren und vernichten. Sehr schön. Lanzer zur Stelle. Wachsam bleiben. Zweiter Zug einsatzbereit. Volltreffer! Sie ist zerstört! Luken dicht! Wir greifen an! Marschbereitschaft hergestellt. Marschgeschwindigkeit erreicht. Ah, guck mal her. Es hat mich erwischt. Flammenwerfer bereit. Feuer frei! So, die können natürlich hier mit ihren MGs ganz gut arbeiten. So, hier gehen aber die Flammenleute gleich raus. Da habe ich aber keine mehr. Stehen bereit. Feuer und Bewegung. So. Jawohl, Herr Kommandant. 20 Grad nach links. Feuer. Was sind Ihre Befehle? Wir haben Verlust erlitten. So, erstmal den da drüben angreifen. Tricky jetzt hier. Hier waren auf jeden Fall noch Einheiten. Wir haben Ausfälle in unseren Reihen. Ja. Entspannt euch. So, die... So, der geht auch raus. Hat die Pack ein bisschen mit ein paar Leuten bezahlt. Ruhe. Herhören. Taxi, dort müssen wir hin. So, die sind in Schock... Oh. Oh. Das sieht ja nicht so proper aus dort. Es steht wieder 12 zu 12. Jawohl. Und hier scheint noch irgendwas zu stehen. Ja, Kommandant. Zur Stelle, Hauptmann. Ziehe ich mal ein Stück zurück. Wir wissen nicht, was hier auf der Freifläche steht. Könnt ihr mal einen Scout hinpacken. Achtung, der Feind ist in der Nähe.
Ah, guck mal. Eine 85 mm. Einsatzbereit. Hero 2, Feind gesichtet. Die ist schon in Schockstarre. Die Jäger machen hier einen ganz guten Job. Und die geht sogar raus. Geschützbereit, Herr Kommandant. Jetzt führen wir wieder 13-11. Bereit, Herr Kommandant. Brauchen Sie ein paar Augen und Ohren, Kommandant? So, Schwimm-MG. Ah, da haben wir nicht wirklich eine Chance. So, Feindkontakt hier drüben. Das sieht eigentlich aktuell ganz gut aus. Hier haben wir halt gerade ein Problem. Kommandanten Sherman, der sollte aber da jetzt rausgehen. Na los. Jawohl, Kommandant. Vorsichtig, Männer. Der Feind ist in der Nähe. Genau, der ist raus. Dann bewegen wir uns mal hier hoch. Damit steht es 15-9. Was sind Ihre Befehle? Feind in der Nähe! Beschützt die Artillerie! Wo werden wir gebraucht? Ach, guck mal hier. Hero 2, Feind gesichtet! Aufgerödelt und bereit zum Einsatz. Wir geben auf! Marschformation! Wachsam bleiben! Hier kommt jetzt so ein nerviger Scout, gegen den wir erstmal nicht viel machen können. Die haben wir zur Aufgabe gezwungen. Da ist wieder ein Sherman. Da ist noch ein Sherman. So, Phase B. So, dann holen wir doch mal hier unsere Jäger. Noch ein Treffer und es ist aus. Hat jemand ein Taxi bestellt? Da kommen unsere Flugzeuge. Wiederholen Sie, Gefechtsstand. Wir wurden schwer getroffen. Ach, das Dingflak kann sogar eher schießen als das Flakding selber, dieses Flakgeschütz. So, abdrehen, 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 abdrehen. Da stehen einige Flakteile von ihm. Breche Luftkampf ab, haltet mir den Rücken frei. So, erstmal Evac beide. Und jetzt holen wir mal... Flugabwehr dazu. Ich höre. 30 Grad Feuerstoß. Das sieht gut aus. Die Jagd sollte eigentlich rausgehen. Ja, perfekt. Wir haben Ausfälle in unseren Reihen. Rot 6, kampfbereit. Oh, nee, warte mal, das ist der Panzer. Wir sind hier ein leichtes Ziel. Ja, ja, Rückzug, Rückzug, Rückzug. Da hat er meine 50 mm rausgenommen. Oh shit. Zur Stelle, Hauptmann. Wir müssen sofort weg. Wir sind hier ein leichtes Ziel. Ja, ja, ich bin schon dabei. Feind direkt zur eigenen Stellung. Counter dort meine Mörser. Aber die Mörser sind echt super mobil, das gefällt mir. Greifen wir mal ihn da an. Holen uns mal einen Panther hier noch zum Spielen. So.
den T-34 auf seinen Flugabwehr oder was das da ist. Sehr schön. Höre Sie klar und deutlich. Ausrücken, aber Vorsicht. Wir brauchen etwas zum Zündeln. Falls der Tank getroffen wird, sind wir hinüber. Zu Befehl. Alter, externer Artischlag. Bleiben. 76er. Können wir den Sherman rausnehmen? Ah, hat er mein MG rausgenommen, die kleine Arschmade. Haben Sie Zielkoordinaten, Hauptmann? Verstanden. Verlegen Feuerstellung. Panzer. Okay, jetzt müssen wir mal hier ein bisschen mit was Dickerem kommen. Und hier fehlen uns ein bisschen... Ah, da kommt schon ein Aufklärer. So, jetzt ist die Frage, was das für eine Packt... Oh, eine 76er. Oh, shit. Er nimmt hier mir einfach meinen Panzer 4 raus. Uiuiui. Wir müssen jetzt einfach noch ein bisschen... ihm auch mal wirklich was rausnehmen. Jawohl, Herr Kommandant. Feind gesichtet. Wie können die da nicht schießen? Rot 6, kampfbereit. Deckung! Oh, die hat gut getroffen. Die zweite Granate da. Können wir die auf Unterdrückung kriegen? Ja, auf Schockstache, sehr gut. Wir können nicht mehr. So, er knallt da weiter mit seiner Artillerie rein. Nimm dort die Sturmpioniere einfach so raus. Wir haben natürlich jetzt hier ein Problem, dass hier nicht viel steht. So, kriegen wir die 76er da noch raus? Ja, perfekt. Tanks voll, Zündvorrichtung gereinigen. Wir stehen unter Beschuss! Und er hier weiter den einen und den nächsten Artischlag reinknallt. Das ist echt krass. Überprüft und einsatzbereit. So, wir holen mal noch einen Versorgungs-LKW hier für die Munition mit dazu. So, können wir die 20 mm noch aufladen? Ja. So, hier haben wir einen. Da kommt der nächste externe Artischlag. Alter Falter, habt ihr eine Macke? Also. Haben Sie Zielkoordinaten, Hauptmann? So schnell wie es eben geht. Scheiße, das war klar. Motor läuft. Da geht's lang. Scheiße, es hat einen erwischt. Rückwärts, Marsch! Front zum Feind! So. Geschütz wird auf Ziel ausgerichtet. Greifen wir mal dort die Position mit der 76er. Die greifen die Panzer dort weiter an. Ah, da kommt er nicht ran, okay. So, perfekt. Der nächste Sherman von ihm geht da raus. Irgendwann hat er keine Shermans mehr. Ich befolge nur Befehle. Vorwärts zur Front geht's hier entlang. Ziel vernichtet. Die Artillerie wird dort in Stellung gebracht. Ja, Kommandant. So, dann haben wir dort die Position ein bisschen behakt. Steht zu Diensten.
Dann laden wir die hier aus und stellen die hier in den Wald rein. Die 100 mm verlegen wir. Sehr schön. Auch wenn wir gerade in der Mitte ordentlich eingepackt haben. Ich würde ganz gerne mal hier noch einen Scout irgendwo hinpacken, damit wir hier die Freifläche besser spotten. Eventuell auch... Ach, hier haben wir noch einen Panther, Aufklärungspanther. So, dann haben wir weitere Einheiten rausgenommen. So, was haben wir denn noch an Panzerabwehr? Irgendwas Dickes? Eine Jagdpanzer 4, okay. Dass wir irgendwie vielleicht an den da rankommen. Jawohl, Hauptmann. Feind gesichtet. So, es steht immer noch 14-10 sogar mittlerweile. Der Scout dort steht einfach nur dumm. Der müsste halt irgendwie hier stehen, um das hier zu spotten. Zu Ihren Diensten, Herr Kommandant. Ich erledige das, Kommandant. So, mal gucken, ob wir den Schirm... Oh Gott, shit. Hat jemand ein Taxi bestellt? Okay, damit können wir das Ganze hier erstmal vergessen. So, da kommt ein Scout. Der wäre erstmal wichtig, dass wir den rausnehmen. Kann der... Oh ja, hier, feuerfrei. Perfekt. So, dann auf den Sherman dort. Panther. Na, Trefferwahrscheinlichkeit. Durchschlagwahrscheinlichkeit relativ hoch. Okay, da brauchen wir jetzt auf jeden Fall Flugabwehr. Zur Stelle, Hauptmann. Feinde im Vorfeld. Scheiße, das war knapp. Ampulle, starte Angriff. Wir holen mal selber noch ein paar Flugzeuge dazu. Jagdflugzeug bereit. Vielleicht kriegen wir die ja raus. Was haben wir da jetzt verloren? Schwimm-MG. So, Flugabwehr. Das Ding ist hier vor allen Dingen richtig gefährlich. Aber wir haben einiges am Flak dastehen. So, wir haben hier den Schwimm-MG verloren. Der geht raus, perfekt. Was können wir für Sie tun? Feind gesichtet. So, Phase C. Da kommt das nächste Scout-Plane. Geschützbereiter, Kommandant. Nutzt die Straßen. Wir brauchen mehr Geschwindigkeit. Volltreffer! Sie zerstört! Steht zu Diensten. Scheiße! Da haben wir den nächsten Sherman rausgenommen. Geht der Bomber raus? Yes, okay, gut. Dann brauchen wir jetzt hier oben mal noch ein bisschen Infanterie. Aufgerödelt und bereit zum Einsatz. Denn den Punkt verlieren wir hier gleich. Speer zur Stelle. Marschbereitschaft hergestellt. So, hier drüben haben wir ja... Warte mal, wir könnten... Haben wir noch... Ah, wir haben keine Scouts mehr, die wir hinten... In den Kirchturm wäre natürlich noch ganz geil. Der Panther aufgeklärt. Gute Arbeit, Richtschütze. Zieh dich mal zurück. Ah, von ihm? Nee. Ja, 45er kann schon sein. Wie wäre es mit Trommelfeuer? Feind gesichtet.
Sicherheit. So, da links stehen welche. Oh ja, die 20 mm hat natürlich, macht er sich schön. Oh, ist das lecker. Wie lauten Ihre Befehle? Angriff! Unten bleiben! Lanzer zur Stelle. Komm, zurück, zurück. Das MG dort steht gut. Und die Grenadiere sind scheinbar gerade nicht auf der Höhe. Dann geben wir euch mal noch einen Offizier mit dazu. So. Ihre Befehle, Kommandant? Verstanden. Verlegen Feuerstellung. Motor läuft. Wir laden die hier ein, damit sie nicht gecountert werden. Jawohl, Kommandant. Woher sieht er uns denn die ganze Zeit? Da steht schon wieder so ein... Bereit für die Jagd! Ah ja, jetzt versucht das hier drüben. Lageinformation. Er hat bald keine Flugzeuge mehr. Er zieht sich da auch schon zurück. Ah, aber raus geht er nicht. Geschütz bereit, Herr Kommandant. Geschütz wird auf Ziel ausgerichtet. Jawohl, Herr Kommandant. Na, geht der Offizierpanzer raus? Yes. Da kommen jetzt noch die MGs dazu, die Mörser, sag ich. Und das MG dort sollte dann eigentlich Geschichte sein. Der Scout geht auch raus. So, da steht noch was anderes in dem Wald drin. Was können wir uns denn noch als Artillerie holen? Noch eine 100 mm. Dass wir dort den Wald noch bekraken. So, die drei greifen jetzt noch den Sherman an. Der sollte da eigentlich kein Problem sein. Da werden wir schon wieder gecountert. Sehr gut. Naja, ihr kleinen Konterärsche. Das hier ist halt echt so eine richtig fiese, ekelhafte Stelle, wo man kaum rankommt. Da kommen die nächsten. Ein LKW, das ist ein Scout, so wie es aussieht. So, und hier steht irgendwo dann die Pack. Ach da. Na, wo ist die 9? Hier lade ich mal aus. Da kommt der nächste Sherman. Oh ja, stumpf einfach weiter da rein. Haben Sie Zielkoordinaten, Hauptmann? LKW geht damit zum Aufmunitionieren. Was sind Ihre Befehle?
Da kommt das nächste Flugzeug. Der nächste Sherman geht da gleich raus. Ich führe den Angriff selbst an, Kommandant. Scheiße, das war klar. Er versucht es aber auch immer wieder über die Freifläche. Völlig beratungsresistent. Jawohl, Hauptmann. So. Wir holen uns mal noch den Aufklärungspanther hier hin. Rot 6, kampfbereit. Achtung, der Feind ist in der Nähe. Wir wurden getroffen. Mal gucken, ob wir den Scout hier in den Wald reinkriegen. So, hier war da noch ein Offizier, oder? Hier. Jawohl, Herr Kommandant. Den Feind hat zerlegt. Artillerie zu Diensten. Geschütz wird auf Ziel ausgerichtet. Na, warte mal, geht mal weiter vor, dann habt ihr den Bonus noch. Scheiße, das war klar. Oh, guck mal, was da steht. Scheiße, das war klar. Halt, nicht U. Einsatzbereit. Gute Arbeit, Richtschütze. Oh Gott, das ist ja eine Einladung für jede Artillerie dort. Rot 1 an alle. Funküberprüfung. Kommen. Volltreffer, sie ist zerstört. Da steht noch eine 85er. Die ist eher ein Problem für uns. Also wenn wir das dort rauskriegen... Okay, das ist keine gute Idee gegen die 85er Rückzug. Ja, das meinte ich damit. Wir brauchen hier drüben mal noch eine Flak. Stehen bereit. Scheiße, das war klar. Au. Ja, das hat wehgetan. Ziel vernichtet. Sprenggranaten geladen. Feuer bereit. Die Artillerie wird dort in Stellung gebracht. Wir feuern, sobald der Feind in Reichweite ist. Zu Befehl. Scheiße, das war klar. Trotzdem 14 zu 10, das sieht gut aus. Wenn der Sherman rausgeht, der greift jetzt hier mit das MG an. So, die greifen bitte mal hier die 85er mit an. Gott, der Panther sollte eigentlich schon den SMG angreifen, aber er fährt hier voll in die Feuerlinie der 85er rein. Und greift auch witzigerweise die 85er an und nicht das MG, wie ich es ihm gesagt habe. Verdammt, es hat mich erwischt. So, die ist aber ein Schockstache. Dann können wir jetzt das SMG auch angreifen. Ach du Scheiße! Wie lauten Ihre Befehle? Was sitzt denn da alles drinne? Zur Stelle, Hauptmann. Abmarsch und verzackig. Verstanden. Hände. Ausrücken.
Mehr Feuerkraft gefällig. Na, hier müssen wir den Wald unbedingt reinhalten. Artillerie zu Diensten. Geschütz wird auf Ziel ausgerichtet. So, hier, die werden gerade aufmunitioniert. Auf Stelle, Kommandant. Vorwärts zur Front geht's hier entlang. Los, die warten schon auf uns. Und hier brauchen wir noch einen Versorgungs-LKW. Außerdem hätte ich gerne... Wir sind getroffen. Wo sind wir getroffen? Die geht raus. Oh, was macht denn der da? Countert meine Mörser schon wieder. Aber es ist so geil, dass man die so wunderbar verlegen kann. Verlegen die nochmal, dass die nochmal gecountert werden. So, 2 Minuten. Er führt ja aber auch wieder. An alle Einheiten, Feind gesichtet. Da steht noch ein Panzer am Wald. Was macht er denn auch für komische Sachen, ey? Na, du sollst jetzt eigentlich aufladen, das Geschütz. So, wo bleiben die Grillen? Oh Gott. Mehr Feuerkraft gefällig? Geschütz wird auf Ziel ausgerichtet. Verstanden. Hände. Halt! Motor läuft. Guter Hit. Überprüft und einsatzbereit. Höre sie gut. So. Wir wurden getroffen. Feuer frei. Haben wir Valentine ausgeschaltet hier rechts. Indianer voraus, bereit für den Angriff. Die Gruppe erwartet ihre Befehle. Fertig. Gucken wir mal, was da so schön steht. Gottchen, ey, 2,85er stehen da. So, die Grillen, die wären mal Team 7. Da kommen die nächsten. Aber er schafft es einfach nicht, Punkte von uns einzunehmen. Jetzt bin ich gespannt, ob die Grille nochmal anfängt mit Schießen. Und vor allen Dingen, was die für eine Feuerstellung brauchen, um da... Wow. Ja, den Panther da rausgenommen. Ich frage mich, wer? Ich werde meine Männer zum Sieg führen. Naja, gut, okay. Haben wir noch einen Panther verloren hier. Das ist eine ziemlich passive Situation hier. So, die Grenadiere werden hier angegriffen, das war klar. Hier steht einiges an Infanterie. Oh krass, aber der räumt da auch gut auf. Ja, sag mal, liebe Grille, nein, das war nicht so gedacht. Was braucht ihr, eine direkte Feuerlinie? Unglaublich. Egal, wir haben gewonnen. Nein, haben wir nicht. Er hat wieder ausgeglichen. Steht 12 zu 12. What the fuck? Gefechtsgeschwindigkeit.
wobei das ist ja nicht keine gute Idee. Er hat in der letzten Sekunde auf 12 zu 12 hier ausgeglichen. Das hat gesessen. Verstanden. Verdammt, hier ist ganz schön was los. Der wirft die Bombe falsch. Irgendwo steht ja was, was meine Panzer rausnimmt, aber ist egal. Wir haben hier noch einen Punkt da oben weggenommen. Damit gewinnen wir hier nach 36 Minuten. Wir gucken mal auf die Teamstatistik. Wir machen 3800 Kills und gerade mal 625 Verluste. Wir standen einfach richtig gut dort und er war einfach komplett beratungsresistent und hat es immer wieder auf die gleiche Art und Weise versucht. Und die Artillerie von uns hat uns einfach ganz gut unterstützt. Von daher lief das hier insgesamt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, lasst dem Video wie immer gerne einen Daumen nach oben da. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer. Namentlich genannt sind das Kalle, Ködö, Irondahl und Thomas. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao. Euer O'Hare.